Hey Leute, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Meinst du, die Wurst hält? Oder überlebt den Shit? Was muss man machen, dass ein 33i solche Flammen spittet? Also, findet's heraus. Ja, wie kommst du zu dem ganzen Bild und wie ist das Ganze entstanden? Fakt ist einfach, wir haben uns getroffen und haben irgendwo in Hannover an der Opa-Tiefgarage den Treffpunkt ausgemacht. Wir sind angekommen, beide Autos waren erstmal warm, war natürlich nice, das Parkhaus war frei, es war irgendwie 10 Uhr morgens. Und dann haben wir erstmal einen Soundcheck gemacht. Den haben wir nicht gefilmt, der wäre erstmal nur so zum Kennenlernen. Weil außer WhatsApp kann ich den Markus auch nicht und von daher ist ja auch kein Ding. Also war auf jeden Fall derbe korrekt. Ich habe Soundcheck gemacht, hat er mal reingehört, meinte auch derbe geil. Dann bin ich bei ihm im Auto vorbeigegangen, er hat einen Soundcheck gemacht und auf einmal merke ich einfach nur ein mega, mega heftiges Ballern und so eine Flamme, die aus dem Auto kam. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine weiße Hose an, die war danach nicht mehr so weiß. Und ja, so empfingen die ganzen jetzt, mal an. Wenn du jetzt triffst, ja, machst du es halt kurz. Ja. Wenn du ein bisschen länger triffst, meistens ein bisschen doller. Aber eigentlich recht simpel. Halt mal auf jetzt. Scheiße. Er ist aus Magdeburg und er macht auch BMW-Kodierung. Also ich werde auch einen Link von seiner Facebook-Seite in der Description hinterlassen. Und wenn ihr Interesse habt, irgendwie mit ihm in Kontakt zu treten, er ist ein super sympathischer Typ und mega korrekt. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie Kodierung im Auto braucht, er macht auch Softwareoptimierung, könnt ihr auf jeden Fall ihn anhauen. Wir haben uns in Hannover getroffen und das Ganze kam relativ spontan. Eigentlich war das alles so, wie es hier geworden ist, gar nicht geplant. Wir haben uns einfach mal getroffen, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben uns super viel zu erzählen. Er hat auch viel an seinem Auto schon rumgeschraubt und viel ausprobiert und wir haben einfach ziemlich viel Wissen an ihm also ausgetauscht. Und da kam uns die Idee, dass wir uns einmal zusammensetzen und einfach mal ein bisschen face-to-face talken und schnacken. Und als wir uns erstmal getroffen haben, gab es erstmal einen Soundcheck. Ich habe ein bisschen einmal meinen Auspuff gezeigt, dann ist er in sein Auto gestiegen, ich bin vorbeigegangen. Und dann hat er einen Soundcheck abgelassen und auf einmal, ich habe mich so krass erschrocken, es kam mega, mega Baller raus und so ein Stück Flamme schon. Ich dachte so, alter Schwede, und ich bin... Alter Schwede, und ich bin mit meiner weißen Hose an seinem Auspuff vorbeigegangen. Die war danach nicht mehr so weiß. Auf jeden Fall. Ja, führte diese Idee halt so eins zum anderen. Dann haben wir erstmal im Prinzip uns, sagen wir mal, ein bisschen näher kennengelernt. Wir kannten es eigentlich schon recht gut und haben irgendwie erstmal mal was gefuttert. Und dann hörte der Regen, der ewig geregnet hat, auch auf. Und dann ging es weiter zum Film. Und ja, durch diese ganze Aktion im Parkhaus tatsächlich, da war der Ursprung von der ganzen Nummer, warum dieses Bild auch entstanden ist. Und zwar, er hat halt keinen Cut mehr drin und hat seine Software optimiert und eine Map reinkodiert oder seine Map geändert, und zwar er hat die Schubabschaltung deaktiviert. Alter, man merkt es hier richtig hier. Ja. Tunnel auch, ne? Man spürt das schon, ja. Weil der Cut natürlich da vorne ist, ja. Total. Und jetzt. Echt? Ja, ja, genau. Aber das müssen jetzt schon ganz schön große Flammen hinten gewesen sein. Ja. 5000 Drehungen, da ist die Abgasgeschwindigkeit auch schön hoch. Ja, aber heftig. Aber wenn du nicht auf den Fuß nicht aufs Gaspedal legst, passiert halt gar nichts. Nee. Geil. Also dann, du kannst ja, ich sag auch, beim Hochschalten kannst du auch gedrückt halten aufs Gaspedal, dann schneidest du beim Schalten. Sogar beim Hochschalten. Aber so jetzt, ich lass jetzt los, ist nichts. Ja. Wir fahren jetzt mal hier runter. Ja. Bang, bang. Das macht der Tempomat halt auch, ja. Ja. Ich zum Beispiel gerade Tempomat gefahren. Schneid die raus. Ha 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 ha.
Und sie wackelt erst mit dem Kopf. Das war die, die hinter uns war. Ja, eben auch so, als sie gefahren mit dem Ball an. Sie wackelt erst mit dem Kopf. Oh. Aber sie hat ein Grinsen drauf gehabt. Ja, aber trotzdem, das ne? Das hat man ja gesehen. Müssen so, und ihr seid verrückt. Ach, wenn die Nummer 20 Jahre jünger wäre, weißt du. Die hat mich dann auch gedacht, was geht denn hier ab? Die gibt's doch bestimmt. Wenn man dann mal vom Gas runter geht dann, oder wieder rauf geht oder so, so, ist halt ein ganz eigenes Spiel. Es ist anders als das, die Schubbeschaltung, wie sie bei uns oder wie sie bei mir gerade funktioniert. Aber sie funktioniert, man merkt direkt, wie der Motor arbeitet, wie die Schubbeschaltung funktioniert, wenn man mal irgendwie dran rumfährt. Also ich hatte den Wagen auch mal gefahren und ja, war schon ziemlich, ziemlich extrem. Das Ballern ist krass. Also ich hatte mein Dezibel-Sound-Messgerät noch nicht dabei gehabt, hätte ich gerne gehabt, aber da hatte ich das noch nicht in Besitz. Und wäre natürlich ganz interessant gewesen, wie laut das ganze Ding ist. Ich kann euch aber eins versichern, lautstärkentechnisch ist das ungefähr auf dem Niveau vom Polenböller. Also das ballert schon ordentlich. Da gibt es doch bestimmt eine Straße ins Nirgendwo. Jetzt macht er ja gar nichts, ne? Nö, ja. Alles ruhig. Oh, da könnte man sogar mal absprühen. Oh, das ist der Guru, nice. Mit Wohngebieten und Hund. Schön mit Scheiße. Pferdeäpfel hier. Wie tief ist er? Das zeigt dir der Pferdeapfel. Aber hinter uns kommt kein Pferd, das ist natürlich ein bisschen assi. Ja. Wenn jetzt das Pferd wegreitet mit der alten. Das wäre aber ein mega Video, ne? Hier links wahrscheinlich. Wollen wir mal gucken, wie es im ersten ist. Das klang schon mies, ne? Das klang schon mies, ne? Soll ich mal raus? Ich glaube, ich mach's lieber im zweiten. Im ersten ist man so heftig. Fährst nochmal zurück, einmal im ersten. Und dann versuchst du mal, wenn du vorbeifährst, das zu machen. Den eben gerade? Ja, ich hätte Oropax mitnehmen sollen. Ja, ne, fahr ganz normal. Das kommt einfach, fahr einfach los. Ja, wenn ihr ein bisschen mehr über die Schubabschaltung hören wollt, erzähle ich euch gar nicht viel darüber. Ich verlinke einfach euch mal ein Video von BBM, glaube ich, sind das die. Die haben wir da ein Video zu gemacht zur Schubabschaltung. Da teilen sich die Meinungen, will ich jetzt gar kein Thema persönlich draus machen. So, ich meine, ich fahre ja die verschiedenen Varianten vom Autos, wo jeder irgendwie was macht. Und von daher, wenn es euch mehr interessiert, Link ist in der Description. Da hört mal ganz genau auf das Echo, was zurückgeworfen wird. Ist leider ein bisschen unscharf gewesen, aber hört mal auf das Echo, was zurückgeworfen wird. Das ist echt heftig. Da gibt es eine Szene, die blende ich jetzt mal ein. Genau, wie ist die ganze Story bei ihm gekommen, dass er jetzt Cutlass unterwegs ist? Der Ursprung ist eigentlich, er hat diese Map drin gehabt, ungefähr 20.000 Kilometer, ist damit herumgefahren, hat immer schön sich das Knallen gegeben und dann nach 20.000 Kilometer hat es ihn einfach den Cut zerlegt. Da blende ich auch mal Fotos ein, die hat er mir gezeigt und geschickt, die packe ich hier einmal mit rein, dass ihr mal sehen kann. Also der Cut hat auf jeden Fall ein bisschen was abbekommen. Und da hat er gedacht, okay, was soll's, so, dann hat er den halt entfernt. Da gibt's natürlich jetzt tausend Diskussionen über Staudruck, Leistungsverlust und sonstige Geschichten. Da kann ich ein eigenes Video zu machen oder ich mache kurz eine Side Note. Ich habe nicht gemerkt, dass irgendwie Staudruck fehlt. Also, das enge Rohr, sage ich mal, gibt genug Staudruck, dass es halt nicht merkbar ist. Also, es ist vielleicht messbar, aber nicht spürbar im normalen Betrieb. Naja, und auf jeden Fall, deswegen ist er Cutlass unterwegs. Den Mittelschalldämpfer hat er nicht bearbeitet, den Endschalldämpfer hat er irgendwann mal bearbeiten lassen. Das ist der originale Endschalldämpfer. Was er da machen ließ, weiß er selber nicht mehr, weil das sehr lange her war. Und
Ja, ansonsten haben wir alles Mögliche gemacht. Wir sind ein bisschen rumgefahren. Er hat ein bisschen erklärt, wie das von drinnen ballert. Man kriegt ein bisschen das Feeling mit, wie sich das von drin anhört. Die Frage natürlich wieder mit der Alltagstauglichkeit. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das Ding ist trotzdem alltagstauglich. Das ist krank, was irgendwie mit dem Motor abgeht. Leute fragen mich, ob mein Wagen alltagstauglich ist. Ich meine, ich habe jetzt immer noch den Cut drin, er hat den Cut raus und das Ding ist immer noch alltagstauglich. Die ganze Nummer ist echt crazy. Ich verstehe nicht, wie man das so irgendwie handhaben kann, aber der Spagat, den wirklich der N52 Motor hier in dem Bereich auch wieder hinkriegt, ist einfach krass. Also du kannst das Ding echt ruhig fahren, du kannst das Ding auch fahren, dass es überhaupt nicht knallt. Also es ist wie gesagt, wenn du Fuß aufs Gaspedal machst, dann kommt jetzt das Knallen. Wenn du es gar nicht machst, passiert gar nichts. Also es ist echt genial. Und ja, wenn du halt hochdrehst und den Motor ausdrehst, dann hast du natürlich Sound im Innenraum, aber es ist nie so... Es ist stört. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich so soundgeschädigt schon bin, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht so laut. Und natürlich ist es ein, bei mir muss ich sagen, der Begleitsound, gerade durch den Soundgenerator, der ein bisschen offen ist, ist bei mir lauter als er ohne Cut. Also ist schon heftig, das Ganze. Und der Spagat, den wirklich der Motor schafft, ist echt genial. Also, ich weiß nicht, dass die ganze strukturieren kann oder es gibt halt so viel zu erzählen, weil wir haben den ganzen Tag in Hannover verbracht. Wir haben uns um 10 Uhr morgens getroffen und sind um 10 Uhr abends abgezischt und haben währenddessen gefilmt und gequatscht und alles Mögliche. Und dann haben wir bei meinem Auto die V-Max rausgenommen. Da gibt es auch nochmal ein Video dazu, wie mein Wagen halt mal ausgefahren wird. Das habe ich jetzt gerade letztes Wochenende habe ich das mal gefilmt. Und da können wir mal sehen, was der macht ohne Optimierung, aber halt Leistung, also halt V-Max offen. Da zeige ich euch ein Video zu ansonsten. Und als wir das gemacht haben und mein Auto kodiert haben, sind wir auf die Idee gekommen mit dem ganzen Geballer, dass wir da mal eine Wurst hinter seinen Auspuff klemmen. Und ja, aber auf jeden Fall, wir hatten den ganzen Tag super viel Spaß und es war ein mega korrekter Tag. Ich wünschte irgendwie, ich hätte so einen Kameramann dabei, der den ganzen Scheiß einfach mal filmt. Und weil irgendwie die ganze Zeit irgendwie Stativ aufstellen oder sowas ist halt nicht so das Wahre oder die ganze Zeit so Selfie-mäßig mit der Kamera rumlaufen, bockt mich nicht so. Also wenn irgendjemand tatsächlich, ich mach mal hier einen Aufruf, wenn irgendjemand Bock hat bei irgendwelchen Aktionen, die ich mal plane oder irgendwelchen User-Treffen, die wir haben oder wenn wir mal die ganze Gemeinschaft zusammenkriegen, die Bock haben dabei zu sein, können mich gerne anschreiben hier in Kommentaren oder bei Insta oder bei Facebook oder sonstigen Sachen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, weil, wie gesagt, so Selfie-mäßig mit der Kamera bockt mich halt nicht so. Und ich hätte es gerne einfach mäßig so von außen gefilmt werden, wie wir halt interagieren. Würde mich so am meisten freuen. Naja, aber... ja, und dann kam uns irgendwann die Idee, bei dem ganzen Geballer und bei dem ganzen Gefetze und bei dem ganzen Flames zu gucken, ob wir damit mal eine Wurst zerlegen können. Und kurzerhand haben wir dann einen Trip gemacht zu... keine Ahnung, Rewe, und haben uns dann ein paar Wiener Würstchen gegönnt. Und dann mal geschaut, ob man die Würste legen kann. Und ja, schaut es euch an. Ich meine, wenn ihr seht, wie viel Druck dahinter steckt und die Flammen sieht, bleibt spannend, ob die Wurst hält oder nicht. Auf jeden Fall, ja, war auf jeden Fall super unterhaltsam, das Ganze. Mm-hmm.
schon ganz gut am Abkacken. Jetzt ist die Folge gebucht. Also ich wünsche euch Spaß, schön, dass ihr eingeschaltet habt und bleibt dran, es kommt in Zukunft ein bisschen mehr. Also Peace.